Ja, hallo, die Vergleichsarbeiten stehen jedes Jahr aufs Neue an und plötzlich sind sie da und die Achtklässler wissen nicht, wie es passiert ist. Aber es ist kein Grund, dass man sich darüber Sorgen macht, denn ich meine, man kann eh nichts dran ändern und so schlimm sind sie auch nicht. Deshalb ein paar Tipps trotzdem. Erstmal, don't panic. Man muss hier keine Angst haben, man muss sich keine Sorgen machen, man muss nicht kreischend durch die Gegend rennen. Es wird alles gut. Ich meine, so eine Prüfung ist immer blöd, aber löse trotzdem Beispielaufgaben. Ich meine, auf der einen Seite hilft es dir dann in der Prüfung selber, dass du sicherer bist, und auf der anderen Seite macht es auch manchmal ganz schön Spaß. Schau dir Videos an. Es gibt Leute wie mich, die für dich solche Aufgaben beispielhaft lösen. Und wenn du mal bei einer Aufgabe nicht weiter weißt, dann schau dir das Video an. Kann dir auch für deine ZP, für deine Abschlussprüfung helfen. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Du wirst nicht persönlich geprüft. Du bekommst zwar am Ende natürlich ein Ergebnis, aber du kriegst keine Note direkt, sondern das kann in die Note mit eingehen. Aber es geht nicht darum, dass du am Ende jetzt gut oder schlecht dastehst. Es ist wie ein Quiz. Also versuch, das Beste daraus zu machen. Habe dein Material natürlich dafür dabei. Damit du die beste Leistung zeigen kannst, brauchst du dein Material. Also Stifte, Lineal, Füller, Blätter, was auch immer, was man halt eben so benötigt, um so ein Quiz zu machen. Lies dir die Aufgaben genau durch. Du wirst viele, viele Aufgaben zu lesen bekommen, und wenn du da genau hinschaust, dann werden dir ganz viele Sachen auffallen, die du beachten musst. Und hör auch genau zu. Dein Lehrer darf dir zwar keine Tipps geben, aber vielleicht kommt doch der eine oder andere Trick. Und wenn man Höraufgaben in Englisch hat, muss man natürlich auch genau zuhören. Störe keine anderen. Also selbst wenn du mal bei einer Aufgabe nicht weiter weißt, mach die nächste, aber versuch keinen anderen zu stören mit "Hä?" oder so. Ne? Gibt es ganz viele Leute, die das machen, das ist doof. Also nicht machen, bitte. So, und ganz wichtig nochmal, don't panic. Es ist ein Quiz. Mach das Beste draus. Und wenn du eine Aufgabe nicht weißt, dann ist das wirklich nicht schlimm. Denn wir haben hier einen Überforderungstest. Das bedeutet, die Aufgaben sind eh so viele und so schwer zum Teil, dass das nicht jeder können muss und trotzdem ein gutes Ergebnis bekommen kann. Also macht euch keine Sorgen dabei. Und ihr könnt am Ende trotzdem in einen guten Kompetenzbereich kommen. Das heißt also, ihr könnt trotzdem hoch auch bei den besseren Leuten dabei sein, selbst wenn ihr nicht alle Aufgaben geschafft habt. Das ist so. So, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht mehr allzu viele Fragen. Ansonsten schaut meine Videos, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir einen Daumen hoch, teilt meine Videos und für mich ganz wichtig, abonniert mich bitte. Das würde mich freuen. In diesem Sinne, tschüss.